Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zum Adventskalender Türchen Nummer 17. Schön, dass du dabei bist. Heute widmen wir uns dem Thema ausbalanciert. Das heißt, wir werden uns aus der Balance bringen, aus der Mitte bringen und immer wenn wir auf labilem Untergrund, zum Beispiel auf einem Bein stehen, dann wird unsere Körpermitte stabil und das nutzen wir heute. Also wenn du wackelst, dann trainierst du. Mach natürlich immer so mit, wie du dich wohlfühlst. Und wir beginnen jetzt mit einer Wahrnehmung. Spür dich zuerst, wie stabil fühlst du dich heute? Steh hüftschmal geöffnet, zwischen den Füßen, ein Fußplatz, Knie durchlässig, Brustbein angehoben und die Schultern fallen völlig entspannt nach hinten unten. Du darfst auch gerne deine Augen schließen, dich einen Moment wahrnehmen, wie stabil und wie ausbalanciert fühlst du dich jetzt? Nutz wirklich diesen kurzen Adventskalender, dieses kurze Türchen, um dich wahrzunehmen, um dir wirklich die Zeit für dich zu nehmen. Dann atme aus, öffne ganz langsam wieder deine Augen, lass deine Schultern zurückreisen, entspannt. So stehst du eigentlich ganz gut stabil, oder? Auf zwei Beinen. Wir haben ja auch die drei Punkte, auf denen wir gut stabil stehen. An den Füßen, Großzehenballen, Kleinzehenballen und Ferse. Und wenn wir jetzt, mach mal weiter, die Füße schließen, sodass du ganz eng stehst, deine Großzehen, Fersen aneinander nimmst, dann wird es bestimmt schon etwas wackeliger. Wichtig, um auszugleichen, dass deine Knie gebeugt sind. Nimm die Arme größer mit. Merkst du schon, wenn du dich da rausbringst aus der Mitte, musst du dich stabilisieren. Also ich hoffe, du fühlst dich dann nachher wirklich so richtig gut ausbalanciert. Wir werden das testen. Jetzt mach mal nur mit einer Hand. Und zwar tauchst du ein, lass die andere ruhig hängen und komm über oben wieder zurück. Ist ein bisschen schwieriger, einseitig. Und dann wechselst du auch mal die andere Seite. Den Arm wieder hängen lassen, eintauchen. Kannst du immer ein bisschen mehr öffnen die Beine, wenn es dir zu viel ist. Und dann kommst du langsam wieder zurück zur Mitte. Nimmst jetzt beide Hände nochmal und zeichnest einmal rechts, einmal links neben dir einen Kreis. Also es wird so eine liegende Acht. Das heißt, jetzt nimmst du auch schon mehr deinen Oberkörper aus der Mitte heraus. Und neigst ihn und rotierst ihn. Groß werden. Atmen. Ganz langsam wieder zur Mitte zurückkommen. Die Arme lösen. Jetzt wird es noch instabiler. Rechten Fuß heben. Gut. Einatmen. Mach dich ganz lang. Atme aus, heb deinen linken Fuß. Atme ein, lang ziehen. Aus. Ein. Jetzt, wenn du auf einem Bein stehst, dann versuch auch hier gleichmäßig deinen Fuß zu belasten. Außenkante, Großzehenballen, Ferse. Und dann merkst du, wie dein Fußgelenk auch ständig etwas mitarbeitet. Punkt fixieren, dann tust du dir auch leichter. Halte rechts oben, stopp. Gut, und jetzt nimm deine Unterarme in die Waagrechte. Schau mal, ich zeige es dir seitlich und versuche ganz kleine, schnelle Vorrückbewegung hier zu machen. Bring dich raus aus der Mitte. Weiter. Halte stabil, nimm deine Fußsohle entweder an den Unterschenkel oder sogar an den Oberschenkel oder
hier unten halten. Drei Varianten. Okay? Becken bleibt parallel zu mir. Hände schließen und vielleicht sogar über Kopf bewegen. Vielleicht sogar strecken. Dein Atem fließt, Nase ein, Mund aus. Du kannst mit den Händen auch vor dem Brustbein bleiben und mit der Fußspitze am Boden. Alles ist richtig. Gib nur deinen Weg, deine Mitte zu finden. Sehr schön. Komm wieder zurück. Nimm beide Füße nebeneinander. Nimm dein linkes Bein nach oben. Und wechsel nochmal. Einatmen, ausatmen rechts. Ein und halte links oben. Stopp. Unterarmen die waagrechte und ganz kleine, schnelle zurück mit den Ellbogen. Richte dich auf. Halten. Deine Hände schließen, entweder wieder hier unten bleiben oder sogar höher. Du kannst auch die Hand fassen, Knie nach außen schieben oder sogar deine Hände und Arme nach oben schieben. Punkt fixieren, Nase ein, Mund aus, ein paar Atemzüge hier bleiben. Nicht mehr geht, mach Pause. Sehr schön. Und dann kommst du wieder tief, löst auch den Fuß und machst jetzt ganz locker einen Schritt rechts und links. Bestimmt hast du auch dein Standbein gespürt. Und jetzt großen Schritt zur Seite, dich kurz lockern. Und immer wenn du zur Seite gehst, hebst du ein Bein an. Mittig das Bein. Hopp. Dreimal jetzt. Einmal, zweimal und dann halte einen Moment. Und einmal, zweimal, halte einen Moment. Einmal, zweimal, halte. Ausbalancieren. Vielleicht, halte, merkst du auch schon, dass du stabiler stehst als vorher. Halten. Eins, zwei. Halten. Eins, zwei. Halten. Aus der Bewegung raus abstoppen. Stopp ist nochmal ein bisschen schwerer. Halte hier. Stell dir vor, du bist schwerelos und bewegst dich in allen möglichen Richtungen. Dein Oberkörper in allen Ebenen bewegen, ganz egal welchen Fuß du jetzt hast. Wir wechseln dann sowieso. Nimm jetzt dein hinteres Bein und stell es ganz eng, ich zeige es dir nur seitlich, oder so hinter dich, nicht ganz eng, aber so, dass du auf einer Linie stehst. Und dein Körpergewicht nimmst du nach vorne. Eine Linie, fahr mit dem Fuß noch ein bisschen hinter, wackelst. Und jetzt tust du, als würde dir was runterfallen und heb das wieder auf. Schau mal, vorne das Knie, nicht über die Fußspitze, Rücken ist gerade und drück dich hoch. Nochmal, es kann sein, dass es wackelt. Kraftbein. Und hoch. Wenn links vorne ist, kommt der rechte Arm nach unten, wenn du unten bist. Und dein Gesäß schiebt dich hoch. Geht noch zweimal. Rücken gerade, letztes Mal noch und hochdrücken
einen Schritt nach links und rechts. Puh. Po gespürt, Bein gespürt, Balance gespürt. Jetzt macht das Ganze wieder dreimal. Einmal, zweimal und halten. Uah. Einmal, zweimal und halten. Einmal, zweimal halten. Stopp dann und fühl dich schwerelos. Beweg dich in allen Richtungen, Ebenen, dein Oberkörper tiefer zur Seite. Einfach so richtig schön durchbewegen, dich austesten. Und irgendwann, ich mache wieder ein bisschen seitlich mit, nimmst du dann dein hinteres oder oberes Bein hinter das vordere. Zuerst so, dass die Fußspitzen wieder aneinander sind und nach vorne zeigen. Und dann fährst du mit dem Bein in derselben Linie zurück, beugst dein vorderes. Schau mal, Knie bleibt über dem Fuß, Rücken gerade und drück dich wieder nach oben. Streck ruhig die Beine. Nochmal tief und hoch. Geht. Atmen. Kannst auch jederzeit dich breiter auseinanderstellen. Ansonsten noch zwei Wiederholungen. Letztes Mal. Und hochdrücken und locker gehen. Puh. So, Gesäß, Bein gekräftigt. Die sind übrigens ganz wichtig, die Muskeln, die stabilisieren dein Becken, halten dich dadurch aufrecht und natürlich auch in der Mitte ganz locker gehen. Und jetzt einmal noch deine Füße ganz schließen. Richte dich auf, atme ein. Und wenn deine Hände jetzt sich schließen, dann hebst du dich auf deine Fußspitzen. Fersen zusammendrücken. Nochmal ein. Und aus. Ein. Runter. Und aus. Fersen heben. Ein. Po anspannen, Knie strecken, wenn du nach oben kommst. Eine ausbalancierte Mitte. Wirklich auch im übertragenen Sinn ganz wichtig, nicht nur für den Körper, sondern auch für unseren Geist. Halte dich oben, wenn du kannst und rüttel mal hier mit den Händen. Du kannst auch runtergehen mit den Fersen. Aufrichten, stolz, aufgerichtet, noch vier, rütteln, zwei und runterkommen auf beide Füße, hüftschmal öffnen. Einatmen, lang werden. Ausatmen. Dich ausmitteln. Ein. Knie durchlässig. Nochmal. Lass deine Hände nochmal auf deinem Unterbauch. Wenn du möchtest, schließe für einen Moment deine Augen und spüre deinen Stand. Wie ausbalanciert fühlst du dich? Lass ruhig deine Arme dann fallen,
Spür in dich hinein, nimm dich wahr und spür den Unterschied. Nimm wahr, ob du dich jetzt stabiler fühlst als vorher. Vielleicht auch aufgerichteter. Dann atme aus, öffne deine Augen wieder, lass locker. Hol die Schultern nochmal lockern, fleißig. Vielleicht möchtest du dich auch nochmal strecken und räkeln. Nimm diese stabile Mitte mit in deinen Alltag. Öffne, auch die Aufrichtung mitnehmen. Und ausatmen, entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen, sehr schön. Ich freue mich natürlich, wenn es dir gefallen hat. Und wenn du dich gut fühlst jetzt, über einen Kommentar und über einen netten, über ein Gefällt mir. Und wenn du magst, kannst du meine Arbeit wertschätzen. Vielen Dank. Der Link wäre auch unter dem Video, heißt Deine Unterstützung. Wenn du da draufklickst, unten in der Beschreibung kannst du mich mit, was es dir wert ist, unterstützen. Vielleicht 5 Euro im Monat oder 10 oder 20. Danke, danke. Ansonsten abonniere meinen Kanal. Schau da oben bei dem Infopunkt, da findest du den Adventskalender. Den findest du übrigens auch in den Playlists auf meinem YouTube-Kanal. Da findest du alle Videos nach Themen geordnet. Oder ganz einfach bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Vielleicht ja bis morgen.